Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, ich habe jetzt durch ewiges Rumprobieren und Geralt verbrennen, vergiften, vom Blitz erschlagen, es durch Testen rausgefunden. Also, wir haben jetzt hier einmal das Ding hier. Denn scheint das hier irgendwie der Fisch zu sein? Oder so? Keine Ahnung. Oder auch nicht. Dann einmal das hier und einmal das hier. So, und dann ist die Truhe auch frei. Und dann Schema-Handschuhe des älteren Blutes. Okay. Ja, jetzt haben wir das gelöst. Ich habe aber keine Ahnung, was oder wie die Runen angesetzt waren. Oder wie die da jetzt drauf gekommen sind. Mein Problem ist ja immer noch, ich soll ja jetzt sozusagen irgendwie dort hinten rüberkommen. Zu Philippa. Weil sie ja im Knast ist. Na gut, dann gucken wir mal, dass hier jetzt nicht gleich Nilfgaarder Soldat. Ach, die sind freundlich. Ich glaube nicht, dass du Foltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Okay, die waren doch feindlich. Okay. Und ich brenne hier schon. Oh oh. Oh, 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 oh. Nein, ich wollte gerade das Gwen ansetzen. Gut, das war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. Jetzt hatte ich auch natürlich keine Tränke mehr. Ich kann mich auch schon die ganze Zeit nicht hinsetzen und meditieren. Ich kann somit halt auch keinerlei Tränke einnehmen. Warum geht das denn jetzt? Warum ging das denn vorhin eben die ganze Zeit nicht? Vorhin hat er mir immer die ganze Zeit gesagt, nee, ganz nicht, ganz nicht. Ich wollte doch schon längst in die Alchemie was machen hier. Denn wir bräuchten absurd definitiv wieder mal. Und ich müsste jetzt mal gucken. Erstmal hier, was haben wir da? Da haben wir zum Beispiel Gargoyle-Staub. Das könnten wir vielleicht noch für was anderes gebrauchen. Deswegen nehme ich die entreigend Kiefer. Denn bei der blauen, was haben wir da? Ne, Kehrkrallen haben wir da. Können wir benutzen. Bei der gelben, bei der Soul, ja, da können wir nur noch die benutzen. Und hier haben wir noch eine Kehrzähne. Können wir uns wenigstens absurd Rafar herstellen. Dann haben wir hier jetzt wieder noch Zähne übrig. Dann haben wir hier vielleicht noch irgendwas Schwieriges. Guck mal, Harpienfeder haben wir eigentlich auch relativ viele. So, das. Und hier auch noch keine Pflanze. Na, ich könnte noch Diamantenstaub dazu packen. Ich nehme aber die Pilze. So, dann sind wir die Zähnchen weg. Ich könnte auch das Große, na, das Große sollte ich mir vielleicht nochmal aufheben. Wir haben jetzt hier noch einen Dreigen Speichel. Und hier hätten wir jetzt noch eine Kehraugen. Machen wir nochmal die drei Augen weg. So. Dann könnte ich definitiv wieder Schwalbe gebrauchen, denke ich mal. Ja, siehst du? Ne, Kehraugen. Hier haben wir Harpienspeichel ohne Ende. Können wir gleich mit reinschmeißen. Und hier beim Äther. Ja, hier die Harpienaugen. Aus Harpien machen wir uns was Gutes. So, jetzt hätten wir hier nur noch, ja, was Normales. Dann könnte ich mir jetzt auch noch mal ein paar Bomben wieder herstellen. Wie gesagt, die Bomben helfen eigentlich immer recht gut. Da haben wir die Kartesche. Auch die wird aus, hier haben wir noch eine Kehrherzen. Und wir haben hier noch ordentlich Harpienspeichel. Sups, sind die Herzen weg. Nekrophagenblut, ja. Harpienspeichel, passt.
Nächsten 5. Das nächste. Das ist ein kleines Mutagen. Das können wir wegknallen. Das hier ist Mutagen für kritische Effekte. Das ist ganz normal. Ist kein großes. Und jetzt haben wir da nichts mehr. Gut. Viel konnten wir uns da jetzt nicht von herstellen. Aber ist nicht so weiter schlimm. Wir könnten ja nochmal gucken, dass wir vielleicht hier... Na, die Sonne braucht das auch als Zünder. Könnten auch nochmal einen Waldkauz nehmen. Kampfregeneration, ja. Krähe. Wir können auch nochmal ein bisschen Blut machen. Ja, Donner. Gibt halt eigentlich so ein bisschen mehr Schaden, aber bringt uns jetzt auch nicht so viel. Wir haben halt nur die Kartesche. Ich glaube, ich müsste mal gucken. Wir müssten halt echt mal in der Stadt gucken, dass ich irgendwie andere Bomben noch dazu kriege. Ah, hier haben wir noch roten Nebel. Bombe setzt physisches Gas frei. Na, das können wir doch noch machen. Guck mal, da haben wir sogar noch Harpien Augen für. Wir hätten dafür aber nicht mehr viel Kreuzzeug. Könnten hier das kleine Mutagen opfern. Und bei dem hier haben wir noch Harpien Speichel. So, dann hätten wir hier noch... Ja gut, jetzt machen wir die Augen platt. So. Jetzt hätten wir hier noch den Elementarstein. Der wiegt halt auch locker einen. Dann haue ich den jetzt halt mit da rein. Machen wir hier einmal so. Und dann gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwas? Amethyststaub, wir hätten noch ein Dreigengift, was wir benutzen könnten. Und nochmal Elementarsteine, 5 Stück. So. Dann dürfte es auch eher passen. Wir haben ja noch ein kleines Mutagen, das können wir uns auch noch opfern. Und dann nehmen wir uns jetzt mal kurz Tränke ein. So, absurd. Dann nehmen wir mal diesmal Krähe und Schwalbe. Natürlich. So muss das sein. Weil hier nur mit Halbleib rumrennen macht auch keinen Spaß. Ne? Deswegen Regeneration und Co. ist schon nicht verkehrt. So, Sonne haben wir drin. Ich muss jetzt hier zwar gleich nochmal das Rätsel machen, das ist aber nicht so schlimm. So, Botennebel, die Karteschen. Aufwertung, wo hatten wir jetzt hier Fallen? Na, Bomben habe ich jetzt alle drin. Wie war das jetzt hier? Der hier war das. Das war ja eigentlich nur einmal im Kreis gerannt. Das hier leer. Das dazu. Und den letzten dazu. Und Kiste ist frei. So, 50 Orens. Und wir haben Handschuhe gekriegt, die wir dann craften könnten. Ohne Stadt klappt das sowieso nicht. So, dann würde ich aber vorher nochmal speichern, bevor ich jetzt da reinrenne. Und ich werde vorher jetzt natürlich noch Aufwertung. Wenn schon, denn schon. Dann hauen wir jetzt hier richtig auf... Sache rein. Na? Ich glaube nicht. Da. Ach, noch. So. Oh, ist das fies. Hat er sich das Quen gedrückt? Und wieso kann ich keine Bomben schmeißen? So, nimm mal den ersten raus. Ich schmeiß so lange Bomben, bis ihr entweder geblendet seid oder nicht mehr da seid. Ich werde aber noch mal kurz auf Gwen wechseln. So. Das Gwen, das hält halt gut was weg. Sei denn, man wird halt von...
Du? Hier? Okay, das war so gewollt. Was tust du hier? Es ist gar nicht so leicht, Philippa Eilhardt in Fesseln sehen zu können. Mal sehen, ob du neben mir auf dem Schafott auch noch so ein Großmaul bist. Im Gegensatz zu dir habe ich nichts getan, wofür sie mich aufs Schafott schicken könnten. Für sie bist du ein Königsmörder. Ich versichere dir, Radowitz-Henker sorgen dafür, dass du dich zu allem bekennst. Sogar zum Sex mit Trollen. Zum Sex mit Trollen, okay. Radowitz ist kein Idiot. Er weiß, dass ich unschuldig bin. Außerdem schuldet er mir noch einen Gefallen. Radowitz ist Politiker. Er will sich der Welt gerne als Rächer der getöteten Könige zeigen. Er wird zuvor erfahren, was du in Wergen getan hast. Ich habe den Rebellen geholfen und damit Hänselt geschadet. Das ist das Wichtigste. Radowitz hat die Oberhand. Seine Stimme ist bei den Verhandlungen entscheidend. Und das verdankt er unter anderem mir. Wie konntest du dann hier landen? Muss ein Missverständnis gewesen sein. Wusstest du die ganze Zeit, dass Saskia ein Drache ist? Ich hatte den Verdacht schon lange. Gewissheit wurde es erst, als sie vergiftet vor mir lag und ich sie untersuchen konnte. Ich habe das Rezept für das Gegengift gesehen. Kein Wort von einer Rose der Erinnerung. Tja, treue Verbündete sind wertvoll. Und die Rose der Erinnerung hat große Macht. Gegen diesen Zauber kann selbst ein Drache nichts ausrichten. Dann ruf sie zu Hilfe. Die Meritium blockiert alle magischen und telepathischen Kräfte. Da kommt jemand. Eure Majestät. Lange habe ich darauf gewartet. Du hast Redanien so plötzlich verlassen, dass ich dich nicht gebührend verabschieden konnte. Majestät, ich begreife nicht, warum ihr mich habt einkerkern lassen. Was ich tat, diente Redanien. Ich habe die Rebellen unterstützt und Hänselt geschwächt. Ich habe für euch meinen guten Namen riskiert. Ich bin kein kleiner Junge mehr, der dir jedes Wort glaubt. Was soll das, Radowitz? Ich habe dich in den schwersten Zeiten unterstützt. Du wärst nichts ohne mich. Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich ganz genau. Du hast gegen meinen Vater intrigiert und auch gegen mich. Der redanische Hof hat vor der allmächtigen Philippa Eilhardt gezittert. Nein, Majestät, das ist nicht wahr. Lasst mich erklären. Was wirft man mir vor, Majestät? Gesandter! Triss Merigold war so freundlich, uns die Mitgliederliste einer geheimen Organisation, genannt die Loge, anzufertigen. Darin vertreten waren auch Zauberinnen aus Nilfgaard. Aber um die musst du dir keine Sorgen machen, Herrin. Triss, du bist verrückt! Ihr habt Demavent und Foltest umbringen lassen. Ich vermute, dass du auch bei der Ermordung meines Vaters die Finger im Spiel hattest. Und wärst du nicht in Demeritium gefesselt, würdest du jetzt mich töten. Aber jetzt ist Schluss, Eilhardt. Wir machen dir der Form halber den Prozess, aber du weißt, dass du am Ende bist. Du wirst wegen Verschwörung, Verrats und Königsmords verurteilt. Du wirst gehäutet und landest auf dem Scheiterhaufen. Ich habe deine kalten Blicke im Rücken schon immer gespürt. Mir ist nicht entgangen, dass meine Untergebenen meine Befehle erst mit deiner stummen Zustimmung ausführten. Der gesamte Hof in Dreiberg hat zugesehen, wie du mich erniedrigt hast. Ganz Redanien hat mich ausgelacht. Weißt du noch, dass du mich gelehrt hast, den Blick der Leute zu halten, bis sie wegsehen? Kein König kann sich Schwäche oder Unentschiedenheit leisten. Deine Worte. Ich bin mittlerweile perfekt darin. Du warst der einzige Mensch, den ich nicht unterwerfen konnte. Jetzt nutzt deine Chance, dein Leiden zu verkürzen. Bekenne dich hier und jetzt, in Anwesenheit des Gesandten, zu deiner Schuld. Sieh mir in die Augen, bereue und ergib dich. Wie du willst. Henker, stich ihr die Augen aus. Ihr macht einen großen Fehler, König. Wir sprechen uns noch, Hexe. Ich wollte es nicht glauben, als man mir sagte, Geralt von Riva säße in meinem Kerker.
Der Geralt, den ich kenne, hätte sich nicht fangen lassen. Ich wollte gerne eure Kerker besichtigen, Majestät. Was ist denn so interessant daran? Die Gäste. Entschuldige, dass die Gesellschaft so schlecht ist. Zum Glück wird Eilhard uns schon bald verlassen. Ich bitte um Gnade. Nicht für mich, sondern für Triss Merigold. Der Gesandte Fitz Österlehn hat sie. Ich weiß. Aber Schillard wird euch doch einen Gefallen nicht abschlagen, Herr. Es kann sein, dass ich Nilfgaard um weitaus Wichtigeres bitten muss, so leid es mir auch tut. In dieser Stadt entscheidet sich das Schicksal ganzer Völker. Individuen sind da nicht relevant. Der Gesandte von Nilfgaard sprach von einer Organisation der Zauberinnen. Wie es sich fügt, interessiere ich mich für die Pläne dieser Loge. Die Pläne der Loge dürften völlig uninteressant sein, weil diese Organisation in Kürze nicht mehr existiert. Nichts gegen dich, Hexer, aber du bist von einem ungebetenen Gast zu einem unbequemen Zeugen geworden. Ich nehme an, ich werde eure Kerker noch gründlicher kennenlernen. Vor Abschluss der Verhandlungen kommst du hier sicher nicht heraus. Wenn ihr glaubt, auf die hätte ich Einfluss, überschätzt ihr mich, König. Politik ist ein kompliziertes Puzzle. Jedes Teil kann wichtig sein oder nutzlos. Lochmuin ist ein Ort des Umbruchs. Und diesen Umbruch führe ich herbei. Ein zweites Tanet wird es nicht geben. Bald wird offenbar, wozu der König von Redanien fähig ist. Es ist Zeit für die Verhandlungen. Radovid ist begabt, aber zu jung. Er begreift noch nicht, dass nur Tote wirklich schweigen. Weil Redanien Nilfgaard einen Gefallen tut, helfe ich dem König. Lass Triss frei. Da müsste ich dumm sein. Wenn es einen Ort gibt, an den wir uns nach diesem irdischen Jammertal begeben, trefft ihr euch dort bald. Du erlaubst doch, dass ich dem redanischen Henker zuvorkomme. Was für ein Gefallen ist denn das? Mir kannst du's sagen. Tote plaudern ja nichts aus. Das stimmt. Aber ich bin vorsichtig. Ich verspreche dir, wenn du kalt bist, erzähle ich es dir in allen Einzelheiten. Schade, dass du das nicht mehr erlebst. Lochmuin wird eine große Überraschung. Für die Magier und die Könige. Niemand mag es, wenn andere für ihn entscheiden. Schon gar nicht der König. Du bist gefährlich, Hexer. Und zu unabhängig. Einst wird Radovid mir dankbar sein, und nicht nur er. Tötet ihn! Aber Vorsicht vor seinen Zauberkünsten! Halt ihn fest, Hart! Na dann komm. Für den Kaiser! Bring mich hier raus! Zuerst beantwortest du mir ein paar Fragen. Wo ist sie denn jetzt? Als ich verhaftet wurde, war sie bei Sheila. Sie wollten zu den Verhandlungen gehen. Wie wirkt dein Zauber? Saskia kann sich meinem Willen nicht entziehen. Aber keine Sorge, sie leidet nicht darunter. Sie hält mich einfach für den wunderbarsten Menschen der Welt, als wäre sie verliebt. Und sie ist weiterhin im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, ihres bezaubernden Charakters, ihrer Schlagfertigkeit, ihrer Würde. Ich war nicht allein hinter dir her. Jorvet kann es kaum erwarten, dir zu begegnen. Mein Tod wird wenig ändern. Jorvet und seinesgleichen haben kein Recht, andere zu verurteilen. Ist das wahr, was Schillard gesagt hat? Über die Loge und die Königsmörder? Schillard hat gesagt, was Radovid hören wollte. Halbwahrheiten ohne Zusammenhang. Praktisch hat er gelogen. War Triss daran beteiligt? In der Hinsicht ist sie unschuldig. Allerdings war sie dir gegenüber in vielen Dingen unaufrichtig. Das kannst du mir glauben. Und wozu das Ganze? Welches Interesse habt ihr daran, Könige umzubringen? Hilf mir hier raus. Dann erkläre ich dir alles und helfe dir, Saskia zu entzaubern. Nimm mir die Fesseln ab
und bring mich in mein Quartier. Ich flehe dich an. Ich sage dir alles. Alles! Da haben wir ein Problem. Ich habe keine Zeit. Warum nicht? Musst du dich an einer blinden Frau rächen? Schillert sagt, sie haben Triss. Ich muss sie befreien, bevor sie ihr die Augen ausstechen, wie dir. Eine Expedition ins Lager von Nilfgaard ist glatter Selbstmord. Einen Freund im Stich zu lassen, ist glatte Niedertracht. Nur ich weiß, wie Saskia entzaubert werden kann. Hol mich hier raus. Wenn ich umkomme, ist ihr nicht zu helfen. Das hat Saskia deiner Bosheit zu verdanken. Du verdienst den Tod. Du könntest Triss auch dann nicht befreien, wenn du es zu ihr schafftest. Ich tausche Schillard gegen Triss. Was wird Jorvet dazu sagen, dass du Saskia im Stich gelassen hast? Grübel du lieber, was Jorvet mit dir macht, wenn er dich kriegt. Eine Blendung dürfte ihm nicht reichen. Du meinst wohl, Marigold ist eine Heilige? Du bist die Falsche, um über sie zu urteilen. Adieu, Eilhard. Zack, zack, Gesandter. Das ist doch absurd. Was willst du eigentlich? Triss treffen. Wie bist du hier reingekommen? Leg das Schwert weg. Erst, wenn ich dir die Kehle durchgeschnitten habe. Es liegt bei dir. Es gibt da einen Tunnel. Dann führ mich. Warte, jetzt den Tunnel hier? Sieht scheinbar richtig aus. Der Tunnel dort links. Erstklassiger Fremdenführer. Weiter. Verdammt, jetzt laufen unsere Tränke auch noch aus. Eine falsche Bewegung und die Sonne Nilfgaard sieht den Gesandten nie wieder. Meine Leute lassen dich doch hier nicht lebendig raus. Sofern du ihnen das nicht befiehlst, Gesandter. Mir ist, als würdest du genau das tun. Renuald Ebmatzen empfängt seine Befehle direkt vom Kaiser. Eher stirbt er, als dass er dir Marigold herausgibt. Dann stirbt er eben. Nicht er, sondern du. Es sei denn, du gibst mich frei. Noch ist es nicht zu spät. Du langweilst mich. Beweg dich. Was liegt dir denn an dieser Zauberin? Ja, zu schnell. Aus dem Weg, alle, sonst stirbt der Alte. Stehen bleiben! Ich scherze nicht. Ich weiß. Und ich rate dir, nicht zu zögern. Töte ihn. Denn wir werden keinen Meter weichen. Renuald. Dem, der mir den Kopf des Hexers bringt, wird der Verdienstorden verliehen. Aber... Gesandter Fitz Österlin! Euer Exzellenz. Befehle aus der Hauptstadt. Jetzt muss ich euch alle umbringen. Worauf wartet ihr? Auf ihn! Okay. Gleich mal Gwen aktivieren und ein Stück beiseite gehen. Ja, jetzt sind die ganzen Bomben nicht mehr in der Bombentasche. So, da haben wir noch Kartesche, Sonne. Warum fehlt denn da ein bisschen was? Da fehlen Bomben. Ich hatte doch viel mehr Bomben. Okay. So, dann haben wir erstmal Sonne. Auf Nilfgaard! So. Ne. Auf Nilfgaard! Ja, komm. So. Auf Nilfgaard, komm. Auf Nilfgaard! Na, komm schon. So, kurz ausweichen. Gwen. Auf Nilfgaard!
Hat er sich selbst ausgeschaltet? Gut. Es lebe der Kaiser! So, schnell. Bevor wieder irgendeiner hier kommt. Und jetzt du nochmal. So, Gwen. Stirb, also im Nahkampf sind sie besser. Zu besiegen. Okay. Jetzt können wir nochmal gucken hier. Brief von Fritz Osterlin an den Kaiser. Okay, hier haben wir nochmal zwei Orens. Lesen wir uns gleich durch. Das ist ja auch eine Intrige nach der Intrige nach der Intrige. Das wird nicht besser, das wird immer schlimmer, so gefühlt. Gut, gucken wir uns jetzt nochmal kurz die Notiz an. Zweiter Brief des Abgesandten Schillert Fritz Osterlens an den Kaiser. Zu Händen seiner Majestät des Kaisers. Meine Referenz, eure kaiserliche Majestät. Nach der jäh beendeten Visite bei Foltest, er möge in Frieden ruhen, werde ich nun plangetreu Hänselt meine Aufwartung machen und ihn dabei euer Angebot unterbreiten. Sein Volk ist zerstritten, er selbst verunsichert. Der Adel gebärdig mit politischen Sympathien, ändern sich mit jedem Stimmungsschwung. Gegen sie zu intrigieren, kann man kaum als Politik bezeichnen. Auch Renjold Epp Metschen murrt gegen das barbarischen Norden. Ich wage zu bezweifeln, dass es eine gute Idee war, ihn herzuschicken. Es ist euer kaiserliche Majestät hoffentlich bewusst, dass ich Epp Metschen misstraue und den Verdacht habe, dass er etwas vor mir verbirgt. Als Diener eurer kaiserlichen Majestät, Schillert Fritz Osterlen. Okay, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.